Nee, lass mich in Ruhe. Lass dich mal treffen vor allem, das ist viel wichtiger. Ah, genau, wunderschön, wollte ich sagen. Dankeschön. Wir haben einen weiteren Schlüssel und diesmal öffne ich die Tür dann nicht, denn das bringt uns nicht. Öffne ich die über diese Tür. Das bringt uns eher weiter. Da unten ist noch ein Quetsch. Ein Doktor. Ich möchte den Doktor töten. Außer der hat, ich glaube, der hat einen bösen Angriff. Oh, ja, der hat eine Pistole. Oh Gott. Aber wir sind stärker. Der hat uns noch einen Schlüssel gegeben. Hm, da schießt auch noch was. Ein grüner Klon. Den verprügeln wir auch mal. Das können wir ja jetzt. Da wir die dritte Kraftstufe erreicht haben, können wir die Klone auch im Nahkampf besiegen. Und das funktioniert so. Wir haben die dritte Kraftstufe für den Ball. Das entspricht ungefähr dem... Also wir haben den... Nochmal. Unser Ball hat die rote Kraft. Und das heißt, wenn wir den roten Ball haben, haben unsere Schläge die gleiche Kraft wie der grüne Ball. Und wenn wir die nächste Stufe finden, dann haben unsere Schläge die Kraft des roten Balls. Das heißt, es ist immer eine Stufe weiter unten. Oh gut, einen Schlüssel habe ich noch. Ich habe gerade gedacht, ich wollte einfach nur so die Tür aufmachen, weil ich sowieso genug Schlüssel habe. Aber dann habe ich das Gitter hier gesehen und ist der gerade aus einer Umkleide, also hinter dem Paravent hergekommen? Und kann ich... Ich möchte dich von hier aus töten, das geht aber leider nicht, schade. Ah, machen wir das doch im aggressiv... Wo, was? Du, blöder Klon, komm her, komm her. Aua, na dann mit dem Ball. Wenn du... Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht wissen, wie wenig Leben ich jetzt nur noch habe. Oh, na gut, ich habe doch noch die Hälfte ungefähr. Aber, na noch zumindest, hinter dem Paravent. Ist da irgendwas? Nö, schade. Übrigens danke an den Depp vom Dienst, denn er hat mich in einem früheren Video darüber aufgeklärt, dass das Ding Paravent heißt, der Wandtrenner. Weil ich wusste ja leider nicht mehr genau, wie dieser Fachbegriff heißt. Und, hey, das ist Koppmann. Hallo, wie geht's dir? Habe ich noch einen Schlüssel? Ich habe noch einen Schlüssel. Glück gehabt. Für dich. Hallo. Hey, der Quetsch. Ich bin Ihnen verdammt etwas schuldig. Wenn Sie den anderen Abhang runtersteigen wollen, versuchen Sie die Klappe mit dem Hochspannungszeichen am Ende dieses Korridors zu bewegen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir ihn befreit. Und das heißt... Oh Gott, da ist noch ein roter Klon. Hilfe. Nein. Stirb. Oh Gott, gegen den richten jetzt unsere Schläge also auch nichts aus, weil die nur die Kraft des grünen Balles haben und rote Klone lachen, wenn man sie mit der Kraft des grünen Balles angreift, weil die denken sich dann, das kitzelt nicht mal. Und die Super Grobos oder Super Dickos, besser gesagt, denen ist es auch scheißegal, ob man sie mit dem roten Ball angreift, das juckt die gar nicht. Da sind die auch immun gegen, das heißt, die sind wirklich super. So. Okay, das Hochspannungszeichen sollen wir berühren. Oder die Klappe. Und kriechen wir mal durch. Yay. Wir haben die Festung durchquert. Wir haben Koppmann befreit. Das heißt, wir können jetzt endlich auf die Nordhalbkugel. Aber erst einmal sehen wir uns eine kleine Zwischensequenz an. Na? Ah. Twinsen wartet durch den Schneesturm. Es ist ziemlich kalt. Nein, Twinsen, nicht einschlafen. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, was bist du denn? Okay, weg sind sie. Hm, cool. Was haben wir denn hier? Die Kami haben mir ein Snowboard gegeben. Ah, es waren also Kami, die kleinen Viecher. Wir leben noch, glücklicherweise. Ich weiß nicht, die haben uns in Sicherheit gebracht oder so. Und wir haben ein Snowboard. Das kann nur im Hamalaji benutzt werden. Zwischen zwei Fähnchen, die den Beginn der Strecke markieren. Wunderbar, gut. Wir haben es geschafft, wir haben die Belagerung oder den Sturm der Festung geschafft. Und jetzt sind wir quasi auf der Nordhalbkugel. Na gut, wir sind eigentlich genau auf der Mitte der Welt, aber egal. Wir sind. Die Festung hat für mich jetzt das Dings da zwischen Nord- und Südhalbkugel markiert. Deswegen. Wobei, eigentlich noch nicht. Nein, eigentlich sind wir noch auf der Südseite. Egal. Wir machen trotzdem weiter. Und zur Abwechslung fahren wir mal ein bisschen Snowboard. So, weil ich meine, das ganze Weltretten ist ja anstrengend. Da kann man auch mal ein bisschen Spaß haben. Yay. Erstmal die blaue Piste hier runter. Die ist ja nicht so schwer. Wey, wobei es gibt auch noch eine grüne.
Und der läuft ja im T-Shirt rum. Wow. Das ist aber ziemlich kalt, oder nicht? Egal. Ich will jetzt alle Pisten mal runterfahren. Hallo, wie geht's dir? Okay, gern doch. Gehen wir mal hier rein. Benutzen wir die rote Karte. Hä? Nochmal. Rote Karte, okay. Ich glaube, da ist der Schlitz. Oder? Ja, genau, da ist der Schlitz. Und eine kleine Zwischensequenz. Yay. Twinson macht hier richtig Party. Die Welt und seine Freunde sind ihm jetzt völlig egal. Hauptsache Snowboarden, ne? Und das bringt uns wieder hier oben hin. Das ist ein Hasi-Schneemann. Hallo, Hasi-Schneemann. Oder bist du ein Kami-Schneemann? Ich weiß es nicht genau. Weil hier hinten... Ah, genau, da ist die grüne Piste. Die einfachste und, naja, langweiligste. Weil da gehen wir nur so ein bisschen runter und ein kleiner Sprung. Yay. Und das war's. Also nicht besonders spektakulär. Und ich habe jetzt keine Lust, die Sequenz anzusehen. Das heißt, ich renne einfach hier hoch, anstatt den Lift zu benutzen. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber... Und dann nehmen wir die letzten beiden Pisten. Einmal die rote zu... Nein. Ah, toll. Na gut, dann nehmen wir erstmal noch nur die blaue Piste. Und dann nehme ich diesmal auch wieder den Lift. Das ist mir jetzt egal. Denn ich habe keine Lust, die blaue Piste die ganze Zeit zu nehmen. Aus Versehen, weil ich da reinlaufe. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Und wir fahren wieder mal. Yay. Uhu, woher haben wir eigentlich die Handschuhe? Und die Kopfhörer? Ich frage mich, was für Musik Twinson da gerade hört. Aber egal. Nehmen wir die rote Piste. Ein bisschen Spaß muss sein. Way, Sprung runter. Und, noch ein Sprung, eine Klippe runter. Way. Hui. Das wäre fast in einem Sturz geendet. Ich wär's noch mit einem Salto, Twinson. Er gräbt im Schnee da hinten. Na gut. Lassen wir ihn mal. Und fahren wir ein letztes Mal mit dem Lift nach oben, um die schwarze Piste auszuprobieren. Man sieht auch, da an Twinsons Hals hängt der Skipass. Cool. Also, ja, ich weiß nicht, Welt. Ach, der will schon die Welt retten. Way, schwarze Piste. Darunter. Way, noch ein Sprung. Aber dass er ein rosa Snowboard hat, finde ich irgendwie, Naja, er hat es geschenkt bekommen. So soll man sich nicht drüber beschweren. Aber was soll's. Und das war es auch schon mit dem Snowboardfahren. Ein kleiner Gag, der einfach mit im Spiel ist. Aber ich finde ihn cool. Als ich das erste Mal hier war, habe ich mich echt gefragt, so, was? Ein Snowboard? Hä? Aber ist halt so. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo kommen wir jetzt weiter? Wo muss ich raus? Hier anscheinend nicht. Da sind Felsen. Ah, hier. Da geht's ein bisschen runter. Ja. Und wir erforschen die Hamali Mountains weiter. Und was ist denn das? Was bist du denn für ein komisches Vieh? Ich glaube, du bist böse. Du siehst aus wie eine riesige Gottesanbeterin. Eigentlich müsste hier... Na, warum fällt sie denn die ganze Zeit runter? Da ist doch gar nichts zum Runterfallen. Ich höre etwas. Ja. Helfen wir diesem Hasi mal. Er wird von der Riesengottesanbeterin angegriffen. Ja, sei froh, dass ich da bin. Der gibt mir jetzt ein Kleeblatt, wenn ich mich richtig... Ja, das heißt, ich benutze mal eben das hier, um mich voll zu heilen. Und dann kann ich ein neues... Oder drei sogar einsammeln. Wunderbar. Ja. Ja, das weiß ich bereits. Aber dankeschön, dass du mich nochmal darauf hinweist, falls ich mit dem einen Typ da in der Bibliothek nicht geredet hätte. So, gehen wir mal hier hin, denn hier ist ein Hasidorf mit noch mehr Monstern. Oh cool, er kämpft gegen das Vieh. Ups, aber helfen wir ihm mal. So, way! Oh, coole Pose. Was hast du uns zu sagen? Danke für deine Hilfe und denk dran, wenn du in die Fabrik gehst, zerstöre alle Eier. Sonst werden neue Monster produziert, die dann das Dorf angreifen werden. Okay, eine Fabrik also, die böse Monster produziert. Oh, die gibt uns auch noch Kleeblätter. Ja, nee, doch. Jetzt bin ich dagegen gelaufen, jetzt will ich das auch haben. Ups, eins nur. Und hier hinten war doch noch ein Monster, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Doch, da. Das wollen wir jetzt natürlich auch noch ausschalten. So, der Vollständigkeit halber.
Außer machen die coole Geräusche. So, aber wir sind hier im Hasidorf. Juhu. Hey du, Hände weg von unserem Mampf. Mampf. Gut, gut, dann... Wir öffnen dir die Tür der heiligen Karotte. Wenn du die Mutantenfabrik sabotierst, aus der die Monster stammen, die diese Halbkugel befallen, diese Tür führt zum Ufer. Und von dort aus kannst du an diesen Teil des Planeten gelangen. Von dieser Seite aus kannst du nicht in die Fabrik eindringen. Folge Winky, dieser junge Hase wird dich zu einem Geheimgang führen. Er wird dir gestatten, in die Mutantenfabrik einzudringen, und zwar von innen. Okay, dankeschön. Also, Dr. Funfrock hat ja erzählt, dass die Sonneneinstrahlung, also dass die Sonne in der nördlichen Halbkugel zu nahe an Twinstern dran ist und dass deswegen die Tiere mutieren und zu Monstern werden, aber anscheinend gibt es eine Mutantenfabrik, das heißt, das ist alles nur Propaganda. Guten Tag. Den Gang, den ich dir öffne, ermöglicht in einen Hafen zu gelangen, von wo aus früher die Metro losfuhr, die den Himalaya durchquerte. Genau, und mit dieser Metro müssen wir auch fahren. Denn anders kommen wir nicht auf die nördliche Halbkugel. Denn, wobei, hier sind schon mutierte Monster, das heißt, im Grunde sind wir schon auf der nördlichen Halbkugel. Oh, du gerätst da? Okay. Dann muss der Geheimgang da sein. Ja, da ist der Geheimgang. Den werde ich jetzt aber noch nicht nehmen, denn ich möchte noch mal kurz das Gebiet hier erforschen. Und ich möchte gerne zum See klaren Wassers, denn mir wurde ja schon gesagt, dass der da hinten neben der heiligen Karotte ist. Huhu. Ja, das ist, die Hasis, die haben eine heilige Karotte. Und die haben nicht nur Riesenkarotten, wie hier, sondern, ich vermute mal, deswegen heißt es auch Little Big Adventure, weil die Bewohner eigentlich winzig sind. Weil das sind dann ungefähr die Größe unserer Karotten. Aber es ist halt ein riesiges Abenteuer. Ha. Zumindest ist das meine Interpretation. Ja, Musik. Und da ist die heilige Karotte, die goldene da oben. Aber da können wir jetzt leider noch nichts machen. Deswegen gehen wir mal... Okay, wir können noch gar nicht zum See klaren, Wassers. Ich glaube, dafür müssen wir erst die Mutantenfabrik zerstören. Na gut, dann machen wir uns mal auf zum Geheimgang und dann wollen wir der Fabrik einen Besuch abstatten, um endgültig alle Eier zu zerstören. Was? Ich hab dich noch gar nicht berührt, lass mich in Ruhe. Ich möchte nur zum Geheimgang... Ja, bla. Ich weiß, dass immer neue Monster kommen, ich hab die Fabrik ja noch nicht zerstört. Ich mach mich ja schon auf die Arbeit, keine Sorge. So, da sind wir auch schon. Und ich sage mal, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Twinsen zerstört die Mutantenfabrik. Also, bis bald. Ciao.